willkommen zurück auf diesem YouTube-Kanal. Heute sind wir auf der Dokumi unterwegs und zwar am Samstag bzw. fast auf der Dokumi und zwar in dem japanischen Garten in Düsseldorf, weil wir haben uns sagen lassen, dass es hier ganz viele CosplayerInnen gibt, die Fotos brauchen und gestern haben wir auch schon ein paar fotografiert und auch schon gefilmt. Das zeigen wir euch heute auch in diesem Video und die liebe Gina ist dabei und begleitet mich. Tada! Und wir haben auch einen Special Guest, die liebe Elena. Hallo. Wir haben uns in Japan getroffen und haben da auch schon ein Video zusammen gedreht und fotografiert. Die Fotos findet ihr auch schon auf meinem Instagram-Kanal. Ihr werdet noch mehr von Elena sehen. Und was machst du denn auf YouTube so? Ich mache Kunst und ich reise ganz viel. Und wie Sandra schon gesagt hat, Japan, ganz großes Thema. Deshalb guckt auf ihrem Kanal vorbei, Illustration, und wir verlinken ihn. Und deshalb ziehen wir jetzt alle zusammen los und machen Kunst. Ja, genau, komm, jetzt komm. Sie ist aber auch voll hübsch mit dem Hut. Komm, wir fragen sie mal. Ja. Darf ich ein Foto von dir machen? Okay, cool. Ich habe einen YouTube-Kanal. Wir werden so ein bisschen behind the scenes aufnehmen. Geht es um Fotografie? Ist okay? Hi, wer bist du denn und was cosplayst du heute? Also ich bin die Kasu und ich cosplay heute Sophie aus das wandelnde Schloss. Ja, du siehst ausgezeichnet aus und ich würde sagen, wir machen hier mal zwei, drei kurze Shots und du kannst sie dir gleich angucken, okay? Gerne. Okay, gut, los geht's! Mega, mega, mega gut. Sehr schön. Sehr, sehr gut gemacht. Super. Das ist sehr schön. Also machst du es sehr gut. Wer bist du denn und wen cosplayst du denn heute? Ich bin die Kim und ich cosplay tatsächlich einen Original Character, also es ist ein Design von einer Künstlerin, Hannah Alexander Cosplay. Nein, Hannah Alexander Artwork, so rum. Und genau, sie hat Pilze quasi zu Charakteren gemacht und ich bin eine Druidin. Ah, voll cute! Okay, let's go! Okay, wir nutzen noch das restliche Sonnenlicht des Tages. Ja, sehr gut. Nochmal zum Licht gucken. Perfekt. Sehr cool. Wenn es geht, die Nase oben lassen wegen dem Licht. Ja, ja, cool. Sehr gut. Perfekt. Beautiful. Guck sie dir an. Ah. Aber Ladies first. Ja. Hallo, schön dich kennenzulernen. Oh. Hi, schön dich zu sehen. Hi, ich bin Chopper. Auf Instagram bin ich Toni_cosplay3 und ich cosplay heute Silco aus Arcane. Ich bin Lena, Instagram Asna_sinon_yugi. Ich cosplay eigentlich gar keinen, weil mein Cosplay heute nicht so laufen wollte. Sonst wäre ich eigentlich als Jinx da. Aber du siehst super aus. Also du merkst ja, dass der Wind so ein bisschen kommt und das Licht kommt von hier oben. Das heißt, es wäre gut, wenn du immer das Kinn ein bisschen nach oben machst und das Licht in Richtung Licht, ja? Und von der Haltung her immer so ein bisschen auf den Zehenspitzen bleiben, weil da hast du eine bessere Haltung. Okay, und jetzt so kippen auf die Zehenspitzen, nicht vergessen, genau. Und das mit dem Gesicht nach oben ins Licht, ja genau. Guck mal in den Himmel. Ja, perfekt. Drehen, weiter drehen. Ja, genau. Und bei solchen Auflehnposen, nur für die Zukunft, immer so nur leicht berühren und nicht drücken, okay? Ja, perfekt. Genau, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Und das Licht ist von da? Perfekt. Ja, super. Ich will mal testen, einmal die Richtung.
Wollen wir die andere? Nee, ich fand die andere, mach die hier. Die war gut. Hier noch ein bisschen nach oben. Ja, perfekt. Kannst du mit dem Gesicht nach da oben? Ja. Drehst du ein bisschen mehr zu mir, damit ich den Kragen von innen besser sehen kann? Ja, perfekt. Pilzpersonen fotografieren, unbedingt so. Ja. Oh, ja. Bist du gerade irgendwie beschäftigt? Nee. Darf ich ein paar Fotos von dir machen, weil du siehst so ausgezeichnet geil aus. Ja, klar. Ja, voll cool. Hello, wer bist du denn und was cosplayst du heute? Ich bin Miles und ich bin hier als George Not Found aus der Dream SMP. Du siehst so wunderschön aus, wir werden brutale Bilder machen. Okay, let's ja go. Okay, du darfst dich mal hier vorne hinstellen. Hast du eine spezielle Pose? Normalerweise, weil ich ja einen großen Hut auf habe, mache ich meistens immer so. Aha. Oder weil mein Charakter sehr polite ist meistens, entweder so. Ja gut, dann go for it. Kannst du einmal umdrehen, damit ich dann über die Schulter gucken, genau. Ja, perfekt. Oh, super. Wirklich so der Hammer. Hast du alles selber gemacht? Ja. Oh, das ist so nice. Darf ich mal Fotos von dir machen? Ja. Wer bist du denn und als wen cosplayst du heute? Hallo, ich bin Marta Novak und ich cosplay als Mojica von The Promised Neverland. Bist du mehr so selbstbewusst oder bist du mehr so cute? Von dem, vom Charakter her? Beides. Beides. Genau, und von den Füßen her voreinander? Ja, genau, und vom Gesicht dahin. Ja, so ist super. So auf die Seite? Ja, genau, und dann kannst du so. Ja, perfekt. Und ein bisschen gerader Rücken? Ja, super. Look at her. Oh mein Gott, die sehen richtig gut aus, die Fotos. Du siehst ausgezeichnet aus. Wir machen so ein bisschen YouTube und Behind the Scenes. Ist okay von dir? Ja. Hallo, wer bist du denn und als was cosplayst du denn? Ich bin Michelle und ich cosplayere ein Poro von League of Legends. Du siehst ausgezeichnet. Ach, diese kleinen Puffel, genau. Die kenne ich sogar. Ja. Cool, sehr cool. Okay. Dankeschön. Ja, ich würde sagen, wir machen ein paar richtig coole Bilder. Da mit der Nase, sehr gut. Ich gebe viele Anweisungen, wenn es dir zu viel ist, gib Bescheid. Danke. Nee, ich brauche noch 10 Sekunden, geht ruhig. Mega, ein bisschen höher mit dem Kinn bitte. Ja, und noch da. Ich zeig sie dir mal. Voll gut, wir müssen noch kurz gucken. Der Hintergrund ist ja hier gut. Kannst du dich vielleicht darüber stellen? Hallo, wer bist du denn und als wen cosplayst du heute? Also ich bin Alexander Solich und ich cosplay als Kratos aus God of War. Cool. Kannst du noch einen Schritt nach unten kommen? Ja, perfekt. Mega, mega. Oh, super. Thank you.
Hallo, wer bist du denn und als wer cosplayst du heute? Hi, ich bin Leia und ich cosplay heute Riven aus League of Legends. Du siehst ausgezeichnet aus, deshalb let's go! Okay, wir haben leider keine Zeit, deshalb machen wir einfach noch schnell Fotos. Dürfte ich zwei, drei Bilder von dir machen? Du siehst ausgezeichnet aus. Ja, ich habe schon hier einen Platz gefunden, wo kein Mensch im Hintergrund ist. Also hier drüben gerade. Ist okay? Cool. Wer du bist und als wer du cosplayst? Ich bin Mitsuri und ich bin aus Demon Slayer. Hammer. Super. Muss kurz warten, laufen heute durch den Hintergrund. Mit beiden Händen so. Ja. Ja, perfekt. Und nach oben gucken. Und einmal zu mir, bitte. Mach noch einen ganz Körper, dann hast du es geschafft. Wir können uns gerne duzen. Ich bin Sandra. Ich gebe dir meine Karte mit, dann kannst du mir auf Insta schreiben, dann schicke ich dir die Bilder. Ich war. Haben wir das auf Video? Voll gut. Das Licht ist gut, die Schärfe ist gut, dahinter ist gut. Viele Fotografen kommen und fragen nach Bildern und stellen einen meistens irgendwo hin, wo das Licht von oben rausfällt. Ja, und es ist selten, dass wirklich jemand dann Bilder macht, wo dann auch wirklich auf das Surrounding achtet und das Licht. Deswegen, ich freue mich auf die Bilder. Ah, danke, voll süß. Ja, danke, ich freue mich heute. Dann wünsche ich dir noch ganz viel Spaß. Wir rennen hier morgen noch mal rum. Vielleicht sehen wir uns ja noch mal. Okay. Hallo, darf ich Fotos von dir machen? Das ist ausgezeichnet. Ja, ja, aber voll gerne. Oh wow, wie krass! Wie süß, was? Hallo, wer bist du denn und als wer cosplayst du heute? Ich bin Fuyu, ich cosplay heute Strawberry Macaron Miku. Da oben, schau mal. Auf dem Hügel ist Licht. Unten kein freier Hintergrund. Sieht brutal aus. Kannst du dich ein bisschen bewegen, die Füße so voreinander? Ja, perfekt. Magst du mal die Hand so nach oben nehmen? Ja, perfekt, ja. Hallo, wer seid ihr denn in echt und wen cosplayt ihr gerade? Also ich bin Celine und ich cosplay Sophie aus Das Wandelnde Schloss. Ich bin Sophie und ich cosplay Howl auch aus Das Wandelnde Schloss. Super. Kannst du das Kinn ein kleines bisschen höher machen? Ja, perfekt. Ein bisschen in Richtung, ja, perfekt. Oh, mega. Super. Komm noch ein bisschen näher. Nimm es vielleicht näher ans Gesicht. Ja, genau. Und jetzt? Das Licht kommt von hier? Ja, perfekt. Das finde ich auch voll süß. Wow. So ist doch gut, oder? Was denkst du? Ja. Wow! Oh Gott, ich glaube, wir haben jemanden gefunden. Hallo, wer bist du denn und als wer cosplayst du heute? Ich bin die Kazan Cosplay Kostüms und ich mache heute einen Regenwolter Uzi, also ein Design. Das hast du alles selber gemacht? Das habe ich selber designt und selber hergestellt. Für mich ist das eigentlich auch nur rein ein Hobby, aber ich mache das schon seit 17 Jahren. Hammer, ja gut, legen wir los, machen zwei, drei super Bilder. Na klar. Wirklich unglaublich, wow, bin beeindruckt. Wir brauchen immer so einen Platz, wo wir einen einigermaßen leeren Hintergrund haben. Ja. Deshalb würde ich sagen, vielleicht hier, ist okay für dich? Wow, wow, wow.
Kannst du noch einmal kurz zu mir gucken? Bisschen das Kinn nach oben? Ja, perfekt. Hallo, ich bin Sandra. Wer seid ihr denn? Ich bin die Sophie. Ich bin Anne. Was macht ihr denn hier heute Schönes? Also wir sind ein bisschen rumgelaufen, wir haben bei der Fashion Show mitgemacht und ja, Sachen angucken. Habt ihr das alles selber gemacht? Ja, größtenteils schon. Wow, und warum passt ihr beide so perfekt zusammen? Das ist ja unglaublich. Ja, ich kann Zufall sagen, aber das ist schon irgendwie on point, dass wir zusammen so gehören. Ihr fühlt es einfach, habe ich so. Ja, schön. Okay, dürfen wir ein paar Fotos von euch machen? Ja, gerne. Ihr seht wunderbar aus. Voll aus. Ich muss nur kurz gucken, dass wir einen schönen Hintergrund finden, der nicht zu voll ist mit Menschen. Super. Ja, so, genau, perfekt. Ja, super. Ja, cool. Und bei mir bleiben mit dem Kopf? Bei mir bleiben mit dem Kopf? Ah, ist so schön. Gott, wenn Michelle jetzt da wäre, die wird ausrasten. Oh, perfekt. Warte, das ist nur ein Haar. Ich muss es kurz wegmachen. Sonst hau ich nachher ein Photoshop. Ja. Ja. Perfekt, perfekt. Look at her. Wow, oh mein Gott. So, ja, wir haben diese wunderschöne Location hier gefunden. Richtig cool mit diesen ganzen Bögen und den schön bewachsenen Steinen, genau, Pflanzen. Und wir suchen jetzt hier noch ein paar Leute, die so sich zwischen den Blumen platzieren wollen oder in den Säulen oder an den Säulen. Ja, let's go. Would you like to have some pictures? I absolutely would. Okay, great. Okay, you look awesome, by the way. Well, I'm cosplaying Mercy from Overwatch. This is her Overwatch 1 base skin. So the oldest skin she has, but the most classic, so that is why I cosplayed her. I'm originally from Belgium, so my mother language is Dutch, but I moved to Switzerland a year and a half ago, so now I'm more canon Mercy, since she is Swiss. So, do you have any special poses? Yeah, a few. There's Mercy, like her res, that is what she does. And then she, in the game, she does like have her staff with both of her hands to heal. So that is, of course, the classic too. Sky a little bit more. Yeah, great. Awesome. Perfect. Okay. Perfect. Perfect. Great. Thank you. Ooh, I really like that one. You're doing so great. Oh, I like that one too. Wir machen ein YouTube-Video mit Behind the Scenes vom Fotografieren. Ist das in Ordnung? Okay, cool. Ich bin Jay und ich cosplay als Seiko von Arcane. Ja, ich bin Jux und ich cosplaye Vi, auch von Arcane. Das wussten wir natürlich schon, aber wir wollten trotzdem mal gefragt haben. Okay, dürfen wir ein paar wunderschöne Fotos von euch machen? Ihr seht auf jeden Fall klasse aus. Sehr cool. Kannst du ein bisschen frecher von der Pose her, mehr so ein bisschen Kinn hoch? Ja, genau, sehr cool, ja. Sehr cool. Und einmal zu mir, bitte. Warte, ich fliege hier runter. Ich muss noch ein paar machen, sorry. Zu gut. Ja, das ist auch so nach unten, ist auch schön. Ja, perfekt. Oh, das sieht doch wirklich cool aus. Ja, ja, told you so. Ja. Mega. Oh, das ist nice. Oh, das ist so schön. Ach, ja.
Hammer, Hammer. Super. Licht kommt von hier. Perfekt. Hammer, Hammer. Lieb ich. Selten, dass jemand größer ist als ich. So, hallo, wer bist du denn und als wer cosplayst du heute? Ich bin Cosplay Julie, ich cosplaye Makima aus Chainsaw Man. Sehr gutes Outfit. Wollen wir loslegen? Gerne. Okay, kriegst du das Kinn ein bisschen höher? Ja, perfekt, genauso. Sehr gut. Super. Ja, perfekt. Perfekt, super. Voll cool, herzlichen Dank. Die Bilder kriegst du selbstverständlich. Hammer, danke fürs Mitmachen. War ja, cool. Also, ich mag Coaching so ein bisschen süchtig. Voll gut, voll gut. Ja, wenn du wie gesagt irgendwann mal in der Nähe bist. Oder gleichfalls. Ja, in ja, Berlin. Ja, beliebig auf jeden Fall mal. Dann gebe ich dir Bescheid, okay? Ja, ja. Ja, komm.